Grüßt euch, habt ihr schon mal gefragt, wie eure Wasserqualität ist, die aus dem Wasserhahn kommt? Nachdem ich zahlreiche Videos gesehen habe, in denen Leute mit Wasserdestilliergeräten am Ende des Destillierungsvorgangs dann eine Art Schlacke und Schlamm übrig hatten, habe ich mich das auch gefragt und habe mir deswegen auch so ein Gerät gekauft, auch weil ich schauen wollte, ob ich damit vielleicht meine Wasserproduktion selbst gewährleisten kann. Ja, das Gerät schafft mit 750 Watt etwa 4 Liter in 3,5 Stunden. Und das Ganze ist aus Edelstahl, also das Wasser kommt jetzt nicht mit Kunststoff in Kontakt. Auch der Lüfter oben ist aus Edelstahl, also die Qualität, die ist so gut, wie man sie bei Geräten, die vergleichbar 3- bis 4-fache Kosten üblich sind. Ja, und ich muss sagen, ich bin auch echt zufrieden. Ich habe das Gerät jetzt etliche Male genutzt, um mein Wasser zu destillieren, und das hat auch immer 1A funktioniert. Erschreckt war ich über das, was halt übrig geblieben ist. Hier haben wir auch nochmal so ein Reinigungspulver, mit dem wir gerade das, was übrig geblieben ist, wie Kalk und Verschmutzungen, die halt im Wasser übrig sind, dann gut entfernen können, weil die sind nämlich ziemlich zäh. Ja, das Ganze zu befestigen an die Kanne ist auch kein Problem, das geht innerhalb von 2-3 Minuten. Und hier haben wir auch nochmal Kohlefilter für den Ausgangsbereich, da wo das Wasser dann raustropft. Generell ist das Befestigen absolut kein Problem, das geht kinderleicht, und wenn ihr das Ganze befestigt habt, also montiert habt, dann könnt ihr es dann einfach auf die gewünschte Position drehen und dann nochmal letztendlich fixieren. Ihr müsst halt aufpassen, dass das nicht komplett bis ans Glas geht, weil das könnte nämlich hier bei den Schrauben passieren. Dann schauen wir uns mal die Stoffe an, die bei der Wasserdestillation ausgefiltert werden, ne? Und das sind schon etliche Stoffe, würde ich sagen. Und gerade Schmerzmittel und solche Dinge sind ja in unserem Trinkwasser leider enthalten und können die Kläranlagen auch gar nicht rausfiltern, genauso wie das Mikroplastik und solche Dinge. Und das geht halt hier über die Wasserdestillation. Das ist wirklich das einzig Wahre, wenn ihr wirklich sauberes Wasser haben möchtet. Und so sieht das dann montiert aus. Ihr seht jetzt die Schrauben bis zum Glas vordringen. Also dann müsst ihr wirklich beim Festschrauben vorsichtig sein. Gut, kommen wir jetzt mal zum Wasserdestilliergerät. Und es ist bis zu 108 Grad möglich und ihr könnt das, glaube ich, bis 999 Minuten einstellen. Je nachdem, was ihr halt damit machen möchtet, ob Alkohol oder Wasser destillieren oder ätherische Öle. Ja, angeschlossen wird dann hinten nochmal der zweite Stromkreis und wie gesagt 750 Watt. Das macht sich natürlich in der Stromrechnung bemerkbar. Okay, und dann geht es auch schon los. Ich zeige euch mal, wie das Ganze hier funktioniert. Qualität ist in jedem Fall sehr gut. Es passen hier 4 Liter hinein und auch in die Kanne passen 4 Liter hinein. Für die 4 Liter, wie gesagt, braucht ihr so 3,5 Stunden. Ich habe bis hier mal zum Testen nur 1 Liter genommen, damit man das einfach schneller sehen kann. Ja. Einfach den Aufsatz hier oben wieder drauf mit der Kühlung, damit das ganze Wasser dort natürlich entsprechend abgekühlt wird. Das Ganze tut ihr dann hinten einstecken, was den Stromkreislauf betrifft, dann tut er einfach nur auf Einschalten drücken. Das ist schon vorgegeben, also alles, was vorgegeben ist, passt. Ja, da müsst ihr gar nichts mehr stellen. Ihr könnt es aber noch runterstellen, wenn ihr möchtet. So auf 102 zum Beispiel wäre auch noch möglich. Und dann kann es auch schon losgehen. Ja, ich habe es übrigens auf 105 gelassen, weil ich mir gedacht habe, die 3 Grad machen jetzt auch nichts mehr aus. Und oben wird das Wasser dann quasi gekühlt. Ja, dadurch wird es natürlich dann wieder in festen Stoff und es tropft dann so hinein. Es ist auch eine ordentliche Geschwindigkeit. Wie gesagt, man geht so etwa aus 1 Stunde 1 Liter. Also könnt ihr damit 24 Liter theoretisch am Tag produzieren. Ihr seht, die Handhabung ist also zum Wasserdestillieren denkbar einfach. Man kann eigentlich überhaupt nichts falsch machen. Ihr müsst das Gerät natürlich mal hin wieder säubern, weil da natürlich Schlacke und solche Ablagerungen schon entstehen. Und dann könnt ihr mal sehen, was in eurem Trinkwasser bzw. in den Wasserrohren alles enthalten ist. Ja? Und gerade im Trinkwasser, da ist ja auch bekannt, dass Schmerzmittel schon enthalten sind und auch Antibiotika-Rückstände enthalten sind. Das sind kleinste Mengen. Aber auch kleinste Mengen, wenn man sie längere Zeit zu sich führt, sind einfach nicht gesund. Und deswegen haben wir gesagt, ich verzichte darauf. Und ja, so sieht das Ganze dann aus, wenn es destilliert wurde. Sehr schönes, klares, sauberes Wasser. Und jetzt schauen wir uns mal an, was nach 1 Liter, was da so übrig geblieben ist an Schlacke. Und ihr seht es auch schon, es sieht jetzt nicht gerade lecker aus. Das hättet ihr normalerweise ja alles getrunken. Das sind ja Sachen, die trinkt man ja normalerweise auch. Natürlich merkt man davon nichts, ja, aber es ist halt doch etwas Ekelhaftes und das ist nicht nur Kalk, ja. Ihr seht ja, Kalk wäre jetzt eher weiß und nicht in dieser Farbe. Von daher, das ist schon ein Schmutz dabei und
Ich habe es auch jetzt regelmäßig schon gesehen, wo ich jetzt visitiert habe, dass immer solche ekelhaften Schlacke und Ablagerungen dabei gewesen. Das Wasser ist eher so trüb, braun gefärbt, sage ich mal, und das sieht einfach nicht schön aus. Das möchte man nicht trinken, Leute. Und hier nochmal ein Durchgang, wie das Ganze dann aussieht, wenn man es dann wirklich voll macht, die 3,5 Stunden mal durchlaufen lässt, und dann sieht man das so ganz gut, wie sich in Etappen der Behälter dann so step by step füllt. So nach einer halben Stunde geht es dann los und kommen dann schon die Wassertropfen. Es braucht immer so eine halbe Stunde, bis das Wasser, wenn ihr dann 4 Liter drin habt, das so weit erhitzt ist, dass es dann auch in den gasförmigen Zustand übergeht. Und dieses Wasser hat dann eine Reinheit von 99% etwa, ne? Sagt man sich. Also ein sehr sauberes Wasser. Durch den Destillationsprozess gehen natürlich auch die Mineralien verloren. Wenn ihr da Mineralien nochmal zuführen möchtet, das heißt, das Wasser nochmal zu mineralisieren, gibt es nochmal spezielle Packs dafür. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn ihr dann den Destilliervorgang abgeschlossen habt mit 4 Litern. Und das sieht sehr lecker aus, oder Leute? Und das trinkt man. Das ist das, was ihr wirklich zu euch nehmt, Tag für Tag im Wasser. Das ist wirklich ekelhaft, oder? Und es wird natürlich bei jedem von euch variieren, je nachdem, in welchem Haus ihr wohnt, ob ihr neue Wasserrohre habt oder eher ältere Wasserrohre, wird es mehr oder weniger Schlacke geben. Aber Fakt ist, das Trinkwasser hat einfach viele Fremdstoffe dabei, wie Schmerzmittel und Antibiotika-Rückstände und solche Dinge, und die möchte man trotzdem nicht zu sich nehmen. Deswegen, die Kläranlage kann halt nicht alles rausfiltern. Interessant ist, dass nicht immer dieselbe Schlacke da ist. Es ist halt, manchmal hat man ein bisschen mehr Schlacke da, manchmal ein bisschen weniger, wo man dieselbe Wassermenge nutzt. Auch hier gerade so eine besonders ekelhafte Schlacke und dieses halbmünzige, das braune, das ist oder oben, das sieht auch wirklich alles ekelhaft aus. Wenn ihr das Gerät dann reinigen möchtet, um diese Rückstände loszubekommen, einfach mal kurz einschalten, aber ohne Aufsatz, das Reinigungspulver, den Essig rein und fertig.